Seid ihr so böse am Schummeln, das Spiel? Jetzt müsste dein Helm eigentlich auch gleich wieder weg sein. War wenigstens mal nicht der Anführer gleich. Das wird jeden verkehrt. Wie denn das Schwein nicht? Das ist nicht irgendwie groß unterschiedlich von der Entfernung, aber ich kann es nur mit dem Scharfschussbogen. Werde nicht sagen, aber ich habe so das dumpfe Gefühl, du bist schon wieder runtergefallen. Jetzt hast du kein Schweinchen mehr. Boah, was bewegst du dich zur Seite? Ich fass es nicht. Er hat das überlebt. War jetzt nicht voll aufgezogen, aber... Boah. Hey, was für Tricks, Leute, hier. Dieses Mal kannst du direkt drauf schießen und bei manchen wieder nicht. Dann deren verkackter Schild, ey, also Maske. Nö. Es ist ziemlich spät hochgegangen. Noch auf der Seite welche? Ach Gott, so viele habe ich noch gar nicht von euch abgeschlachtet. Ich habe doch noch gar nicht mal angefangen. Warum brauchen diese Pfeile in diesem Spiel so lange? Zeit hier. Okay, wo ist dein Kamerad hin? Da ist er ja. In die Seite getroffen. Schweingefährlich. Wie gesagt, im ersten Teil, da sind die alle noch rausgeflogen gekommen. Panik, Alarm, hier ist jemand.
Das war gerade echt nicht dumm geworfen. Der ist hinüber. Okay, wir dringen dann mal ein. Und das alles ohne Vaseline. Du bist es. Sichtkontakt. Ja, ich bin es. Oh, Schreck. Auf den Felsen. Wieso ist das Ding nicht gerade hochgegangen? Hallo? Oh, wo ist denn hier hin? Ich will dich tot sehen. Ja, ich will dich auch tot sehen. Hey, das müsste eigentlich voll scheiße wehtun. Hoffentlich tut's weh. Felsen auf mich! Wo in seinen Kopf? Dieses Ding hält irgendwie nicht so lange bei den. Oh, scheiße, da liegen wir hoch. Warte mal, der hat sich keinen Zentimeter bewegt, ne? Ich mich auch nicht, aber trotzdem passiert nichts. Mit der Pfeil genau dran vorbei. Voll creepy. Nehmen die Anabolika oder so? Oh, wie ist es? Das nochmal. Das ist das, was ich in diesem Spiel nicht verstehen werde. Niemals. Niemals in ewig in 3 Tagen. Dass die ganz genau wissen, dass ich jetzt genau dahin springen werde. In der Sekunde. Für die Rebellion! Für die Wissenschaft! Die Wissenschaft hilft immer. Ein verkehrtes Spiel, aber ja. Da ist er, lieber Lektor. So, das war deine hässliche Visage. Muss mir einmal Ladung reinziehen. Das war irgendwie so ein komisches Erschüttern. Gefällt mir nicht. Damit haben sie Maschinen gebändigt. Und dieser Hammer. Er hat ein Überbrückungsmodul wie meins, aber anders. Ich will auch so einen fetten Hammer. Ich glaube, damit überbrücken die Rebellen die Maschinen. Wenn ich das zerstöre, haben die Rebellen weniger davon. War nun Geier. Hallo, ist jemand zu Hause? Sie kommt hier nicht weg. Wir kriegen dich. Okay, ich schaff das schon. Ah, die Arschgeigen suchen mich im Verkehr. So lange. What the fuck? Ich hasse es. Seid bereit. Ich kann Zeig Mut und kämpft.
hätte dieser dämliche, dreckige, hässliche Kopf sein müssen. Aber nein. Warum war das jetzt bitte nicht der Kopf? Das jetzt anfangen. Schlag, willst du mich verarschen? Alter! Wow, dieses Schild baut sich auch relativ früh auf. Finden, was hier los ist, muss ich denjenigen finden, der die Leitung hat. Gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Sucht so lange ihr wollt. So kommen die Rebellen nicht mehr so leicht an neue Maschinen für ihre Armee. Ich muss den finden, der das hier leitet. Und diesen Laden hier endgültig dicht machen. Da laufen noch zwei. Ich will ja nicht sagen, ich habe so das echt das dumpfe Gefühl wieder, dass dieses Lager noch gar nicht für mich da ist. Die gehen heimlich von hinten am besten. Ja. Das weiß ich, aber manches Mal ist so dieser Zwang loszulassen. Ich brauche dafür nicht always. Jetzt von hinten begrüßt zu werden. Was? Was denn nur? Da sind irgendwie noch drei Leute. Nee, vier. Da ist noch einer. Du bist zu blöd dazu. Es ist
zwei leuchten irgendwo ein bisschen anders. Söhne des Prometheus-Agenten? Die What? Sehen nicht sehr freundlich aus. Überhaupt nicht freundlich. Das sind drei. Eloy ist so ein zartes, weibliches Geschöpf und, ja, ich hab's einfach mal den Frauenfaktor versucht zu benutzen. Ich würde ja jetzt sagen, ich bin ja auch einfach nur ein Kerl, aber... Nein, ich bin nicht irgendein Kerl? Bin ich denn sonst? Ja, ich bin kein Kerl. Okay, das ist ein Argument. Die Luft ist dick vor Hitze. Eloy? Zart und weiblich? Seit wann denn das? Nicht an der Stelle, die mir springt, passt. Ich muss wirklich mal die Taschen auffüllen, das geht ja gar nicht. Also sprich, vergrößern, Rohstoff mehr mitschleppen, weil das ist... Die macht richtig Schaden. Ah, die macht Schaden, wenn wir treffen, Eloy. Und drei. Ich glaube, es gibt nämlich hier nicht so einfach so einen Weg rüber, oder? Den Weg kennen wir schon, wie wir da hinkommen. Da, aber hier liegt noch was. Vielleicht gibt es noch irgendwie was, was ich... zu verwerten habe. Aber nö. Das kann ich nicht so machen. Das ist ein tolles Ding. Ja, ist es wirklich. Nicht erst nach oben. Ja, das Tor will ich nicht senken. Die sind schon dort. Das war der letzte Schuss. Und du verkackst den Mädel. Ei, das wird... Wie Verwüsterkanone? Du bist dieser komische Agent? Er steht hinter dir. Bin doch da. Ich hab doch ganz kurz weggekommen. Ich glaube, von hier wird das Lager geleitet. Damit ich dich nicht aus den Augen verliere. Komm her, du Bösewicht.
Ich bin es, Eloy, die strecken wird. Verhaftete Nacktrebellen helfen. Aber wieso? Wie gut, dass ich das Ding gefunden habe. Der hatte nur einen Todbringer. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Was ist der Gesundheitstrank? Wie nett. Werkbrand, die Reinigungstrank. Wenn ich das trinke, bin ich dann von innen und außen sauber? Achso, das war nur der Rebellenanführer. Die schweren habe ich schon erledigt. Ups. An die Ingenieure und Agenten der Söhne des Prometheus. Mir ist Murren zu Ohren gekommen. Gejammere über die Tenakt, die Arbeit, die Bedingungen. Verlorene Gliedmaßen, wenn jemand unachtsam mit einer Maschine war. Das verstehe ich. Es war ein langer Weg. Wir haben gelitten. Wir werden weiter leiden. Doch wir sind nah dran. Diese Allianz wird uns zum Ziel führen. Versprochen. Die Kaja werden für die roten Raubzüge büßen. Mit Blut. Ebenso wie all ihre Kollaborateure in der Garde und im Anrecht. Also seid still. Geht an die Arbeit und denkt immer daran, die Abrechnung wird kommen. Offenbar sind die Söhne des Prometheus auf Blut aus und die Kaja sind ihr Ziel. So wie die Garde. Was führt ihr sonst noch im Schilde? Die sind ja richtig krank diesmal, die Rebellen. Befehle zur Aufstockung der Anzahl an Maschinen, die gefangen und überbrückt werden. Gar nicht gut. Ja, stimmt. Die Eclipse war noch harmlos dagegen. Offenbar waren die Söhne des Prometheus auch hier. Ein Überbrückungsmodul. Wie meins. Aber modifiziert. Sieht aus, als funktioniert es nur im Innern einer Maschine. Dafür ist die Ausrüstung da draußen. Sie durchbohren die Rüstung einer Maschine und pflanzen ihr das Modul ein. Also sammeln die Rebellen alte Verderber in der Gegend für Überbrückungsmodule. Und die Söhne des Prometheus modifizieren sie für den dauerhaften Einbau in die Maschinen. Jetzt haben sie Befehl, noch viel mehr zu überbrücken. Wird schwierig, wenn ihre Ausrüstung zerstört ist. Ich kann los. Oder mich um die restlichen Rebellen kümmern. Ich habe mich schon um die Hauptbedrohung gekümmert.